Hallo, heute wird endlich mal wieder ein bisschen was gebaut. Es ist ein ganz kleines Projekt und für jeden easy nachbaubar. Aber es wurde mal wieder Zeit, dass hier ein bisschen Holz gesägt wird und verschraubt. Ach nee, wird gar nicht verschraubt. Es wird verdübelt. Und warum wird gedübelt? Ja, wer dieses Video zur Dübelplatte gesehen hat, der wird's wissen. Wir haben die schon ausreichend ausprobiert, aber jetzt sollen die Dübel halt auch wirklich mal verwendet werden und nicht einfach nur hier auf der Werkbank rumfliegen. Die Dübelplatte alleine ist schön und gut. Wir haben gesehen, es hat funktioniert. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, hier oben verlinke ich es euch nochmal. Aber es war schon umständlich, das immer hin und her zu spannen, immer zu gucken, dass man direkt über dem Loch liegt, damit man den Dübel auch wirklich durchschlagen kann. Darum gibt es heute ein schönes Gehäuse sozusagen, wo ich diese Platte dann einlassen will. Und da ist natürlich immer erstmal die Frage, was für Holz nehme ich? Und ich mache es einfach wirklich immer so, ich laufe dann hier einmal los und gucke, was haben wir an Holz da. Wir haben viel Holz da, aber was passt einfach schon grob von den Maßen. Und da habe ich diese wunderschöne Platte Eiche gefunden. Und die muss jetzt erstmal klein gesägt werden. Und da unser Staubsauger leider immer noch irgendwo an einem anderen Ort ist, muss es heute auch mit der Cam weggehen. Aber es ist an sich kein Problem. Die Chemweg ist nämlich auch für Handgeräte gemacht. Da brauchen wir aber nur einen Motor. First cut is the deepest. Fertig ist das Kästchen. Naja, noch nicht ganz. Es fehlen noch ein paar Verbindungen und irgendwas, wo das hier überhaupt eingelassen werden kann. Aber das kommt jetzt. Natürlich, mir ist bewusst, dieses Kästchen kann man auch um einiges einfacher machen, wenn man jetzt wirklich einfach stumpf irgendwie Restmultiplex aneinander schrauben würde. Man kann es aber natürlich auch deutlich, deutlich komplizierter machen. Ich denke, das ist jetzt ein gutes Mittelmaß und damit bin ich ganz zufrieden. Unten haben wir natürlich ein Loch, damit die Dübel später auch durchfallen können. Jetzt machen wir uns aber erstmal daran, die Dübelplatte hier einzulassen. Der größte Teil ist jetzt geschafft, jetzt kommt noch die Verbindung und da hatte ich im letzten Video schon erwähnt, dass ich das mit Dübeln machen werde. Ja, große Überraschung, aber ich werde das Ganze verdübeln. Und diese Dübel werde ich mir selbst herstellen. Und womit? Mit der Dübelplatte! Und da jetzt ja der ganze Korpus ja aus Eiche ist, nehme ich für die Dübel Ahorn. Ich glaube, das gibt einen schönen Farbkontrast und später, wenn es dann geölt ist, wird das wundervoll aussehen. Ich mache jetzt erstmal den 10 mm Durchgang.
mit allen und dann rutsche ich zu den 9 mm und letztendlich lande ich dann bei den 8 mm. Dübel Produktion Lotta. Sie brauchen Dübel, ich produziere sie. Sozialprodukt. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Ich habe hier jetzt eine ganz kuriose kleine Konstruktion. Ich will jetzt die Dübellöcher setzen und es ist ja immer so ein Akt. Das muss ja ganz genau sein und. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Meine ist jetzt diese hier. Die beiden Teile schon mal mit zwei Zwingen zusammengeklemmt, in die Hobelbank gespannt und jetzt freihand gebohrt. Ja, es wird schon klappen. Wenn du siehst, dass es schief ist, sag mal Bescheid. Wenn ich sehe, dass es schief ist, sag ich Bescheid. Bescheid. Ja. Am schlauesten ist es jetzt eigentlich, jetzt schon die Dübel reinzuhauen. Jetzt habe ich meine Position. Mache ich das. Ich habe ja Speedset-Lime. Ich bin nicht ganz zufrieden mit meiner Holzauswahl, denn Ahorn und Eiche sehen jetzt doch gar nicht so spannend miteinander aus. Da hätten wir einige Hölzer gehabt, die wirklich ein bisschen cooler ausgesehen hätten zu der Eiche. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Eine ganz schnelle und einfache Nummer, die wirklich dann nochmal das Arbeiten mit der Dübelplatte erleichtert. Wir haben jetzt wirklich nochmal eine Erhöhung und eine Verbreiterung, sodass man dann wirklich auch mit der Hand einfach arbeiten kann als Stopper. Also wir halten mit der einen Hand die Vorrichtung einfach fest, während wir mit der anderen dann den Dübel durchhauen. Das geht auch ganz ohne Festklemmen. Oder man nimmt sich hier die Bankhaken zur Hilfe und kann auch so arbeiten. Ihr seid da also wirklich ganz flexibel. Ihr könnt natürlich das Ganze auch noch auf eure Werkbank extra anpassen. Nicht jede Werkbank ist ja gleich. Und euch natürlich auch das passende Material dafür auswählen. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir gucken jetzt noch mal kurz, wie es in der Praxis aussieht. Ich sage schon mal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!